So, und jetzt geht es hier nach den Abstimmungen um den nächsten Tagesordnungspunkt, deutsch-französische Zusammenarbeit. Die FDP möchte die deutsch-französische Zusammenarbeit neu anstoßen. Und deswegen fordert die FDP in ihrem Antrag eine gemeinsame Vision Frankreichs und Deutschlands für ein Europa in Frieden und Sicherheit und eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik aus einem Guss. Beide Länder müssten sich dafür einsetzen, dass EU-Mitgliedstaaten in Handelsfragen mit einer Stimme sprechen und für den Abschluss von Freihandelsabkommen eintreten. Ja, das wünschen sich sicherlich auch viele in Frankreich, die ja schon lange auf eine Antwort auf die Vorschläge von Herrn Präsident Macron warten aus Deutschland. Aber Deutschland hat jetzt fast ein Jahr sich im eigenen Saft gedreht und hatte andere Probleme. Aber in der Tat, die deutsch-französische Freundschaft hier jetzt im deutschen Parlament eine wichtige Achse. Da muss was passieren, das meint die FDP und das verlangen auch die Grünen, die ebenfalls hier eine Vorlage reinbringen. Die Grünen fordern, die Grenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze nicht über den 11. November 2018 hinaus zu verlängern. Aber jetzt zunächst zur FDP. Marco Buschmann, der parlamentarische Geschäftsführer. Am 11. November 1918, also fast auf den Tag genau vor 100 Jahren, beendete der Waffenstillstand von Compiègne die Kriegshandlungen des Ersten Weltkriegs. Das industrialisierte Menschenschlachten hörte endlich auf. Fast 10 Millionen Menschen hatte es das Leben gekostet. Hätte es damals schon das Fernsehen gegeben, dann kämen uns die Fernsehbilder vom Ende dieser Verhandlungen in Compiègne vermutlich gespenstisch vertraut vor. Über mehrere Tage rang der deutsche Verhandlungsführer Matthias Erzberger um eine Einigung. Völlig erschöpft und übermüdet verließ er im Morgengrauen des 11. November den Eisenbahnwaggon, in dem die französischen und deutschen Verhandler ihrer schwierigen Aufgabe nachgegangen waren. Mit Blick auf diese Bilder möchte ich hier eines sagen. Was ist es doch für ein großes Glück, dass es bei den langen, schwierigen, gewiss auch kräftezehrenden Verhandlungen in Brüssel oder Straßburg, die sich heute oft genug bis ins Morgengrauen erstrecken, nicht mehr um Krieg und Frieden oder die Beendigung des gegenseitigen Abschlachtens geht. Was ist es doch für ein großes Glück, dass der Prozess der europäischen Einigung uns mittlerweile schon 7 Jahrzehnte des Friedens gebracht hat. Dieses große Glück währt also nun schon viel länger als die Phase des Friedens, die der Waffenstillstand von Compiègne eingeleitet hat. Mit dem Wissen von heute können wir auch rückblickend sagen, was mit dazu beigetragen hat. Die Zeit nach dem Waffenstillstand von Compiègne war geprägt von gegenseitigem Misstrauen. Es herrschte der Gedanke fort, man könne nach der Entkräftung durch den großen Krieg nur selbst wieder stark werden, indem man die Nachbarn schwächt. Die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich wurden in dieser Zeit als Nullsummenspiel betrachtet, bei dem niemals beide Seiten gewinnen können. Es gab zwar auch Annäherungsversuche, ein Zeugnis davon ist der gemeinsame Friedensnobelpreis für die Außenminister Frankreichs und Deutschland, Aristide Briand und Gustav Stresemann, aber es gab in dieser Zeit eben viel zu viele politische Kräfte, die gerade keine Versöhnung wollten. Für viel zu viele Politiker ging es nach Compiègne nicht um den Frieden, sondern es ging um Sieg und Niederlage. Die berüchtigte Dolchstoßlegende, die der Herr Bundespräsident heute ja schon angesprochen hat, versuchte eine Niederlage des Militärs in einen Sieg und den politischen Wunsch nach Frieden in Verrat umzudeuten. Es ging um Hass, es ging um Demütigung und es ging um Revanche. Und wir wissen heute, was diese Krisengewinner von damals, die aus zunehmender politischer Polarisierung Kapital schlagen wollten, wir wissen heute, was sie angerichtet haben. Wir können sie namentlich benennen, was diejenigen, die politische Krisen als ein Geschenk betrachten, angerichtet haben und all diejenigen, die auch heute davon reden, dass politische Krisen ein parteipolitisches Geschenk sein könnten, sollten das in Zukunft vielleicht auch stärker beachten, meine Damen und Herren.
Das zeigt, wie entscheidend es war, dass Frankreich und Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg einen völlig anderen Weg gegangen sind als nach Compiègne. Beide Länder haben sich von der Idee des Nullsummenspiels verabschiedet. Heute wissen wir, dass sich Frankreich und Deutschland gegenseitig stärken können, ohne andere zu schwächen. Diese Überzeugung ist das Fundament der deutsch-französischen Partnerschaft. Sie hat sich als Motor für ein friedliches Europa bewiesen. Sie prägt nicht nur den Élysée-Vertrag von 1963, sondern auch ganz maßgeblich die europäische Integration, die wir auch mit anderen, aber eben auch ganz maßgeblich gemeinsam mit Frankreich vorangebracht haben. Und wir wissen eben vor dem Hintergrund der Geschichte, dass das nicht selbstverständlich ist. Und umso stärker müssen wir diese Tradition pflegen. An diese Tradition wollen wir anknüpfen, sie pflegen und mit noch mehr Leben erfüllen. Mit unserem Antrag schlagen wir dem Deutschen Bundestag Maßnahmen vor, um die deutsch-französische Partnerschaft weiter zu stärken. Das betrifft die Abstimmung zwischen Frankreich und Deutschland in Außen- und Sicherheitspolitik. Hier ist zwingend eine stärkere Zusammenarbeit nötig, auch damit beide Länder sich in der Europäischen Union gemeinsam für eine Außen- und Sicherheitspolitik aus einem Guss einsetzen können. Die heutige Weltlage, meine Damen und Herren, macht das unabweisbar. Das sollte Konsens in diesem Haus sein. Deutschland und Frankreich müssen aber auch gemeinsam daran arbeiten, dass die EU-Mitgliedstaaten in Handelsfragen auch mit einer Stimme sprechen. Wir müssen die multilaterale Handelsordnung und insbesondere die Regeln der Welthandelsorganisation verteidigen. Und das ist nicht nur eine Frage des Wohlstands. Es ist eine Frage des Friedens, denn es ist der Handelsgeist, mit dem der Krieg nicht dauerhaft bestehen kann. So hat es Immanuel Kant geschrieben in seiner Denkschrift zum ewigen Frieden und hat damit als erster die friedensstiftende Wirkung von freiem Welthandel beschrieben. Deutschland und Frankreich müssen sich in der EU gemeinsam für ein praktikables europäisches Asylrecht stark machen. Dazu gehört, dass wir Frontex von der jetzigen zwischenstaatlichen Struktur zu einem echten Grenzschutz ausbauen. Denn ein effektiver Schutz der Außengrenzen sichert gerade die Errungenschaften des Schengener Abkommens, also die Freizügigkeit, die uns doch alle so lieb und teuer ist. Der Waffenstillstand von Compiègne hat den Krieg beendet, aber er hat keinen dauerhaften Frieden gestiftet. Genau das, einen dauerhaften Frieden, haben wir der deutsch-französischen Partnerschaft nach dem Zweiten Weltkrieg zu verdanken. Diese Partnerschaft, diese Freundschaft mit Frankreich ist nicht selbstverständlich. Sie fällt nicht vom Himmel. Sie bedarf der ständigen Pflege, der Neubegründung. Und dazu möchte unser Antrag einen Beitrag leisten. Daher werbe ich über die Grenzen der Fraktionen hinweg. Das sollte uns ein. Stimmen Sie unserem Antrag zu. Stimmen Sie für die deutsch-französische Freundschaft. Vielen Dank, Dr. Buschmann. Marco Buschmann hat hier den Antrag zur deutsch-französischen Zusammenarbeit der FDP vorgestellt. Der nächste Redner in der Debatte ist der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hart. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wir von der CDU-CSU-Fraktion finden es gut und richtig, dass wir heute hier über diesen Antrag beraten. Wir werden ihn ja dann im Ausschuss weiter bearbeiten, weil es uns am Herzen liegt. Am Tag, zwei Tage vor dem Waffenstillstand von Compiègne, uns der Frage zuzuwenden, vor dem 100. Jahrestag des Waffenstillstands von Compiègne, uns der Frage zuzuwenden, warum eigentlich dieses Projekt der Friedensstiftung nach dem Ersten Weltkrieg, in dem ja auf allen Seiten enorme Traumatisierungen stattgefunden haben und die Friedenssehnsucht der Menschen enorm groß war, es dennoch nicht gelungen ist, einen dauerhaften Frieden zu etablieren und was wir daraus lernen können für die heutige Zeit. Ich glaube, das ist der Sinn und der Nutzen einer Debatte heute, 100 Jahre danach, dass wir die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Ich glaube, einer der wesentlichen Fehler in der Situation zwischen November 18 und dann Juni 19, als der Versailler Vertrag geschlossen wurde, war, dass auf der Seite der Besiegten zu wenig Akzeptanz von Schuld und zu wenig Erkenntnis von Verantwortung, die daraus erwächst, vorhanden war.
dass man zu leicht und zu gerne den Legenden der Deutschlandslegende oder der Legende vom verstümmelten Sieg angehangen hat, anstatt zu erkennen, dass es natürlich eine ganz maßgebliche große Verantwortung auf Seite Deutschlands gab. Maßgebliche Verantwortung. Und zum anderen aber auch auf der Seite der Sieger, dass man zu wenig beachtet hat, dass natürlich auch der Unterlegene eine Würde hat, dass die zukünftige Generation des unterlegenen Volkes auch ein Recht auf Zukunft hat. Und beides ist nicht beachtet worden. Man hat sich in gegenseitigen Demütigungen verstrickt. Das ging ja so weit, dass Adolf Hitler dann nach dem vorläufigen Sieg über Frankreich im Juni 40 den Waggon, den Eisenbahnwaggon aus dem Pariser Museum in den Forêt de Compiègne hat stellen lassen, um die französische Seite zu demütigen und den französischen Generalstab zu zwingen, eben diesen Waffenstillstand nach dem Westfeldzug genau in dieser gleichen Situation zu unterzeichnen. Das ist eine Demütigung gewesen, die natürlich ein enormes Problem der Versöhnung entgegenstand. Und daraus haben wir für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg eben gelernt, dass man einerseits auch nach einem solchen schrecklichen Krieg die Würde des anderen akzeptieren muss und dass das eine der wesentlichen und dass man auch Schuld und Verantwortung anerkennen muss und dass diese beiden Voraussetzungen eben Versöhnung möglich machen. Und die deutsch-französische Aussöhnung ist eines der großen Wunder, eines der großen Geschenke der Geschichte. Ich selbst bin als Schüler, Austauschschüler in Compiègne gewesen und habe den Großvater meines Austauschschülers besucht. Und dieser alte, traumatisierte Mann aus dem Krieg sagte immer zu mir, nicht mehr lager, niemals wieder Krieg. Und ich als 15-jähriger Deutscher konnte gar nicht verstehen, warum dieser Opa in Frankreich das mir sagen musste. Aber er war eben noch unter diesem Eindruck. Und es ist wunderbar, dass uns das gelungen ist, das zu überwinden. Ich freue mich ganz großartig darauf, dass wir im Januar anknüpfen an das, was wir bereits dieses Jahr im Januar geleistet haben, im Blick auf die Weiterentwicklung der deutsch-französischen Freundschaft, regierungsseitig durch die Erneuerung des Élysée-Vertrags, parlamentsseitig durch die Erneuerung eines entsprechenden Parlamentsabkommens, wo ja alle Fraktionen gut und maßgeblich daran arbeiten. Ich freue mich darauf, dass wir auch für die Zukunft die richtigen Lehren ziehen, dass Deutschland nun in den Vereinten Nationen im UN-Sicherheitsrat einen Beitrag dazu leisten kann, das geordnete, geregelte System von Konfliktbewältigung weiterzuentwickeln, was ja Stress ausgesetzt ist. Ja, also Russland bricht Verträge, bestehende europäische Verträge, Charta von Paris durch Einmarsch auf der Krim und Einfluss in der Ostukraine. Amerikanische Präsidenten kündigen Verträge auf, von denen wir eigentlich geglaubt haben, dass sie ein Stück weit Fundament der gemeinsamen regelbasierten Ordnung darstellen. Auch in Europa ist die multilaterale europäische Struktur durch Austritt der Briten, aber eben auch durch Skepsis in dem einen oder anderen Mitgliedstaat gefordert. Wir müssen den Multilateralismus stärken. Wir müssen die Lehre ziehen, dass Konflikte in multilateralen Strukturen friedlich beigelegt werden müssen, dass der von mir aus nächtelange Dialog der Weg ist, wie wir unsere Konflikte bewältigen und eben nicht mehr durch Konfrontation. Lasst uns die Win-Win-Situationen für die Menschen in der Welt nutzen und stärken, und Deutschland soll dazu einen Beitrag leisten. Das ist für mich die Lehre aus dem heutigen Gedenktag. Dankeschön. Vielen Dank, Jürgen Hart. Jünger hat der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion war das, und der nächste Redner, Armin Paulus Hampel, ist der außenpolitische Sprecher der AfD. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Gäste im Deutschen Bundestag, ich glaube, Herr Hart, Sie müssen in den Geschichtsbüchern vielleicht ein bisschen bei Ihnen was umschreiben. Das Versailler Diktat war der Samen für den nächsten Waffengang im Zweiten Weltkrieg. Und lesen Sie bei dem australischen Wissenschaftler Christopher Clark mal nach, welche Konsequenzen er oder welche Analysen er aus dem Ersten Weltkrieg gezogen hat. Ich glaube, Ihr Bild ist da ein bisschen veraltet über den Ersten Weltkrieg. Das ist das Entscheidende. Und Herr Buschmann, Sie haben recht. Sie haben recht. Die zweite Katastrophe dann hat uns endlich zur Einsicht getrieben, nachdem Deutsche und Franzosen über Jahrhunderte hinweg ihre Generation für Generation auf den Schlachtfeldern Europas ohne einen Vorteil über längere Zeit zu erringen geopfert haben, dass wir es dann glückseligerweise friedlich miteinander versuchen. Und ja, der Élysée-Vertrag, Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, war für die deutsch-französische Freundschaft der Grundstein, den wir erhalten wollen und müssen. Gar keine Frage. Übrigens,
Bei der Feier zum Élysée-Vertrag ist leider nicht aufgefallen, auch in den Medien nicht reportiert worden. Bei uns war das Haus voll, die französische Nationalversammlung maximal halb gefüllt. Denken Sie mal drüber nach. Auch interessant, wie die Franzosen das sehen. Aber die Konsequenzen daraus sind, dass wir doch auch übrigens mit einem Blick in die längere Geschichte bei Otto von Bismarck mit einem Netzwerk von Verträgen unser Land stabil und friedlich mit den Nachbarn halten wollen. Genau das ist heute nicht der Fall. Mit Herrn Putin sind wir im Streit, Herrn Trump vertrauen wir nicht mehr. Wir haben Herrn Orban nicht mehr akzeptiert in seiner Vorstellungsweise. Mit den Polen sind wir überquer. Selbst die Österreicher verlassen uns, die Global Compact und andere. Wir haben also nicht die freundschaftliche Verbindung, wie wir sie nach allen Seiten bei unseren neuen Nachbarn und weiteren brauchen. Und Herr Macron, sage ich immer wieder, hat uns nach seinem Wahlsieg nicht die Hand zur Freundschaft gereicht, sondern die Hand in unsere Tasche gesteckt, weil er Frankreich reformieren will, und zwar mit deutschem Geld. Und das sollten wir auch mal ganz klar hier bekunden. Und wenn wir aber dann deutsch-französische Zusammenarbeit reden wollen, dann müssen wir uns gewahr werden, dass wir eine ganz große deutsch-französische Aufgabe haben. Und Sie wissen, was jetzt kommt. Dass die Alternative für Deutschland überzeugt ist, dass diese Währung verheerend war für Europa. Dass die Aufgabe der Maastricht-Kriterien und die Einführung des Euro diesen Kontinent spalten werden. Und dann sind wir die Europäer, meine Damen und Herren. Und Sie sind die Spalter Europas, weil Sie es zugelassen haben. Und dann müssen wir über eine Euro-Nach-Euro-Ordnung nachdenken. Wenn der Euro zusammengebrochen sein wird, und er wird es, meine Damen und Herren, dann sind die Deutschen und Franzosen gefordert, eine Ordnung zu finden, wo wir diesen Streit, und Sie wissen, bei Geld hört die Freundschaft auf, wo wir diesen Streit, der kommen wird, ich sage es Ihnen voraus, friedlich gemeinsam miteinander lösen werden. Deutschland und Frankreich werden aufgerufen sein, die Nach-Euro-Ordnung neu und friedlich zu gestalten. Das ist die Herausforderung Deutschland und Frankreich, meine Damen und Herren. Dankeschön. Soweit die Vision von Armin Paul Hampel von der AfD. Der nächste Redner ist auch außenpolitischer Sprecher, naja, von der SPD in dem Fall, Nils Schmid. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei mir zu Hause gibt es eine Champignystraße. Bis 1918 wurde in Deutschland der Sedantag gefeiert. Noch in der Nachkriegszeit hat die ältere Generation manchmal von den Franzmännern geredet und in Frankreich von den Bosch. Und dass wir heute, 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs, das alles nicht mehr tun, keinen Sedantag mehr feiern, keine Straßen mehr nach Siegen über französische Armeen benennen, dass wir nicht mehr über Bosch und Franzmänner reden, das ist ein großes Geschenk und es ist eine große Errungenschaft nach mehreren deutsch-französischen Kriegen, dass heute die deutsch-französische Freundschaft gefestigt ist und die europäischen Staaten sich in der Europäischen Union zum gegenseitigen Vorteil zusammengeschlossen haben. Und das wollen wir heute an diesem historischen Gedenktag, den wir heute Vormittag ja schon begangen haben, auch in Erinnerung rufen, dass es nach Generationen, die nichts anderes als Krieg zwischen Deutschland und Frankreich gekannt haben, jetzt eine Generation herangewachsen ist, ja sogar zwei Generationen herangewachsen sind, die nur Frieden zwischen Deutschland und Frankreich in Europa kennen. Das ist großartig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und auch wenn die große Versöhnungsarbeit, die große Einigungsarbeit erst nach dem Schrecken und den deutschen Verbrechen des Zweiten Weltkriegs gelungen ist, so wollen wir doch aus Anlass dieses historischen Datums des Waffenstillstands doch auch daran erinnern, dass erste Versuche, erste Schritte zur Versöhnung, erste Schritte zur Einigung Europas schon nach den Schrecken des Ersten Weltkriegs unternommen worden sind. Heute reden wir viel von Multilateralismus und regelbasierter Weltordnung. Der erste Versuch war der Völkerbund, der nach dem Ersten Weltkrieg ins Leben gerufen worden ist. Das war der Vorläufer der Vereinten Nationen. Und wir sollten, ähnlich wie mit Blick auf die Weimarer Republik, diese Versuche nicht nur abtun, als letzten Endes historisch gescheitert, sondern daran erinnern, dass schon nach diesem ersten furchtbaren Weltkrieg Politiker aus allen Ländern versucht haben, Lehren daraus zu ziehen und dass sie die Ansätze einer regelbasierten multilateralen Weltordnung aufgebaut haben. Und wir sollten daran erinnern, dass die ersten Versuche auch der deutsch-französischen Aussöhnung
ebenfalls in diese erste Nachkriegszeit gefallen sind. Briand Stresemann ist genannt worden. Ich will mal sagen, von der rechten Seite des damaligen Reichstags wurde Stresemann als Erfüllungspolitiker verunglimpft. Auch daran muss man erinnern, wenn wir die Mühen und die langen Wege von Versöhnung heute an diesem Tag wieder ins Gedächtnis rufen. Und 1925 hat die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ein Grundsatzprogramm verabschiedet, wo die Vereinigten Staaten von Europa auf die Tagesordnung gesetzt worden sind als Vision. Das ist auch Teil der Nachkriegsgeschichte nach 1918. Und es ist gut, dass heute ein Teil dieser Vision verwirklicht worden ist, dass wir mit dem Élysée-Vertrag und der Neuformulierung des Élysée-Vertrags, die gerade verhandelt wird, die deutsch-französische Freundschaft stärken wollen. Und es ist ein besonderer Fortschritt, dass Assemblée Nationale und Deutscher Bundestag ein Parlamentsabkommen vereinbart haben, das in den nächsten Wochen auch in die Ratifizierung dieses Hohen Hauses gelangen wird, wo auch die Verzahnung der politischen Zusammenarbeit, der Austausch der politischen Kultur, der Aufbau auch einer gemeinsamen demokratischen Kultur zwischen Deutschland und Frankreich in eine ganz neue Stufe hineingehoben wird. Und ich freue mich sehr und bedanke mich auch bei allen, die daran mitgewirkt haben, dass wir aus Anlass des Jahrestages des Élysée-Vertrags im nächsten Januar dann diesen Vertrag unterzeichnen können. Das ist ein weiterer Baustein zur deutsch-französischen Versöhnung. Und gerade das sollte auch Anlass sein, nochmal in Erinnerung zu rufen, was die Triebkräfte für den Ersten Weltkrieg waren. Ja, es war der Nationalismus. Und deshalb gilt immer noch das politische Vermächtnis des großen französischen Staatspräsidenten, der gegen Ende seiner Amtszeit in Erinnerung gerufen hat, le nationalisme, c'est la guerre. Und diese Gleichung, die vergessen manche, dank der großartigen Nachkriegszeit, der Friedenszeit in Europa. Aber es gilt für unverändert, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Nationalismus bedeutet Krieg. Und deshalb gilt es, Nationalismus in seinen Anfängen entschieden entgegenzutreten. Und da wir ja heute den Gedenktag an die Ausrufung der Republik haben, erlaube ich mir zu schließen mit dem Satz: Es lebe die Deutsche Republik, es lebe die deutsch-französische Freundschaft, es lebe die Europäische Union. Vielen Dank. Nils Schmid war das zum Antrag der FDP zur deutsch-französischen Zusammenarbeit. Nächster Redner, er kommt von der Linken, Fabio De Masi, und ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, vor 100 Jahren endete der Erste Weltkrieg mit bis zu 19 Millionen toten Soldaten und Zivilisten links und rechts des Rheins in Europa, im Nahen Osten, in Afrika und Ostasien. Es war der erste Krieg, bei dem systematisch Gas und chemische Waffen zum Einsatz kamen. Eine der grausamsten Schlachten war der Angriff deutscher Truppen auf Verdun. Unsere Urgroßväter und Urgroßmütter, ob Franzosen oder Deutsche, wurden von diesem Krieg gezeichnet. Wir verneigen uns vor den Französinnen und Franzosen, die Deutschland nach zwei Weltkriegen die Hand reichten. Meine Fraktion möchte sich auch ausdrücklich beim Bundespräsidenten bedanken, der heute früh ein weiteres wichtiges Ereignis, den Aufstand der Kieler Matrosen, würdigte, die sich ebenfalls vor 100 Jahren gegen eine kriegstrunkene Obrigkeit auflehnten und das Ende der Monarchie besiegelten. Ihre Hoffnungen auf ein gerechtes und friedliches Deutschland wurden jedoch enttäuscht. Und dies mündete im Faschismus und seinem Bündnis mit der deutschen Industrie im Zweiten Weltkrieg mit über 60 Millionen Toten und dem Massenmord an Europas Jüdinnen und Juden. Diese Verbrechen waren nicht nur ein Verbrechen an der gesamten Menschheit, sie waren auch ein Verbrechen an Deutschland, ein Verbrechen an dem Deutschland der Manns, der Riekels, der Schuberts, der Zetkins und auch der Brechts. Und daher
ist es unsere gemeinsame Pflicht in diesem Haus, dass wir dafür sorgen, dass nie wieder jene an das Ruder kommen in diesem Land, die heute wieder vom nationalen Größenwahn besoffen sind. Die Eurokrise, die verheerende Kürzungspolitik, die Stellvertreterkriege im Nahen und Mittleren Osten, die Staatenzerfall, Terror und Flucht schaffen, haben die EU in eine tiefe Krise geführt. Die EU hat aber nur eine Zukunft, wenn sie sozialen Zusammenhalt, Abrüstung und Frieden stiftet und den Interessen einer Mehrheit der 500 Millionen EU-Bürger dient. Eine EU mit noch 28 Mitgliedstaaten hat aber viele Vetospieler, die häufig Fortschritt blockieren. Eine engere deutsch-französische Zusammenarbeit ist daher notwendig. Für Frankreich war es beim ersten Élysée-Vertrag wichtig, dass Europa unabhängiger von den USA wird. Ein neuer Élysée-Vertrag, der aber der Aufrüstung Europas dient oder eine europäische Armee, die den Parlamentsvorbehalt bei Militäreinsätzen schwächt, wie es bereits in den EU-Verträgen angelegt ist, wird den Herausforderungen unserer Zeit jedoch nicht gerecht. Eine Lehre aus der Geschichte lautet: Europa muss abrüsten, nicht aufrüsten und den Dialog mit Russland suchen. Wir halten es auch für einen großen Fehler, und ich sage das nicht aus billigem parteipolitischen Kalkül, wenn der deutsche Finanzminister mit Emmanuel Macron 10 Jahre nach der Finanzkrise eine echte Finanztransaktionssteuer beerdigt, eine Börsenumsatzsteuer, die Derivate, also Finanzwetten, ausnimmt, untergräbt die europäische Zusammenarbeit, weil sich kleinere Staaten an einer solchen Steuer gar nicht erst beteiligen werden, da der Aufwand sich für sie nicht lohnt. Wir halten es ebenso für einen großen Fehler, wenn der deutsche Finanzminister eine gerechte Besteuerung von Internetgiganten wie Google blockiert und stattdessen auf die OECD verweist, wo es noch mehr Steueroasen gibt als in der EU und wo auch die USA blockieren. Warum nutzen Deutschland und Frankreich die verstärkte Zusammenarbeit statt für Aufrüstung nicht einmal für Mindest- bzw. Strafsteuern auf Finanzflüsse in Steueroasen? Dies hätte einen echten Nutzen für die Bürgerinnen in Europa. Warum nicht eine Abschöpfung hoher Vermögen in Deutschland und Frankreich nach dem Vorbild des deutschen Lastenausgleichs nach dem Zweiten Weltkrieg, wie es der französische Ökonom Thomas Piketty fordert? Damit ließen sich öffentliche Investitionen in die grenzüberschreitende Infrastruktur finanzieren oder die Jugendarbeitslosigkeit in Frankreich bekämpfen. Wir halten es auch für einen großen Fehler, wenn die Bundeskanzlerin und Herr Macron in der Eurokrise weiter die Kürzung von Löhnen, Renten und öffentlichen Investitionen betreiben. Die chronischen Exportüberschüsse Deutschlands und mittlerweile auch der Eurozone münden in Handelskriegen und begünstigen neue Schuldenkrisen. Warum nicht öffentliche Investitionen vom Stabilitäts- und Wachstumspakt, von den Defizitkriterien von Maastricht ausnehmen, da sie ja auch Vermögen für zukünftige Generationen stiften? Bei den Rüstungsinvestitionen haben dies Deutschland und Frankreich diskutiert. Warum nicht bei Krankenhäusern, Universitäten oder Schulen? Meine Fraktion begrüßt eine engere deutsch-französische Zusammenarbeit. Ich war selbst an den Verhandlungen über das Parlamentsabkommen beteiligt. Sie muss aber die richtigen Lehren aus der Geschichte ziehen. Vielen Dank, Fabio De Masi. Nächste Rednerin, Dr. Franziska Brandner für Bündnis 90 Die Grünen. Franziska Brandner ist europapolitische Sprecherin der Bündnisgrünen. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, am Sonntag jährt sich das Ende des Ersten Weltkrieges zum 100. Mal. Der Erste Weltkrieg war vor allem auch eine deutsch-französische Tragödie. Da kommen wir her und da wollen wir nie wieder hin. Aber zwischen 1918 und heute war noch ein Krieg. Und danach wurden erst endlich die richtigen Konsequenzen gezogen für Demokratie und für Europa. Zum Glück. Das bedeutet gegenseitige Solidarität und kein Mein Land zuerst. Das bedeutet, dass es fair zugeht. Nationalismus nie und nimmer, meine Damen und Herren. Und ich danke der FDP für die Debatte. Es ist gut, dass Sie diesen Antrag gestellt haben und dass wir deswegen hier heute darüber diskutieren können. Dankeschön. Aber ich finde, Sie können da ruhig klatschen. Nein. Sie haben sich selber
Nein, ich finde es wirklich gut, dass Sie diese Debatte heute hier nochmal auf die Tagesordnung gesetzt haben. Wir wissen, es immer ist alles immer ein Wettkampf, auch in den Fraktionen, welches Thema kommt. Und deswegen finde ich das richtig gut, dass Sie das gesetzt haben. Aber ich finde, dass, wenn wir uns unser Europa und unsere Demokratie erhalten wollen, wir natürlich auch aufzeigen müssen, wo die Unterschiede hier bei den Fraktionen sind in diesem Haus, wenn es darum geht, die deutsch-französische Kooperation auszugestalten. Von daher erlauben Sie mir auch zu sagen, wo wir Differenzen zu Ihrem Antrag haben. Sie fordern, dass sich Deutschland und Frankreich bei der Beschaffung und dem Export von Rüstungsgütern besser abstimmen. Das ist uns Grünen zu wenig. Wir brauchen nicht nur bessere Abstimmung, sondern wir brauchen klare gemeinsame Regeln für Rüstung, die Beschaffung, aber eben dann auch für den Export von Rüstungsgütern. Und zwar hohe und gute Regeln auf gutem Standard, meine Damen und Herren. Und die FDP fordert auch in ihrem Antrag, dass Deutschland und Frankreich sich bei den Handelsverträgen dafür einsetzen sollen, dass der Abbau von Handelshemmnissen im Mittelpunkt steht. Da kann ich Ihnen nur sagen, für uns Grüne stehen die Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt und nicht die Handelshemmnisse. Und das bedeutet dann eben auch Umweltstandards, Verbraucherschutzstandards, Daseinsvorsorge. Das ist das, was für uns im Mittelpunkt steht. Aber die größte Schwäche des Antrags ist es, dass er kein Wort über die Eurozone verliert. Und dabei ist das einer der wichtigsten Bereiche, bei denen Deutschland und Frankreich vorangehen müssen. Und hier geht es, Herr Hampel, nicht um sich in die Tasche greifen. Ist eigentlich der Herr Hampel? Ist egal. Es geht nicht darum, sich in die Tasche zu greifen, sich gegenseitig, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam investieren in unsere gemeinsame Zukunft. Und das ist, was auf der Tagesordnung steht und was auch dringend notwendig ist, meine Damen und Herren. Und es bringt eben nichts, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU, CSU und SPD, von der Großen Koalition, wenn Sie hier richtigerweise die Prinzipien immer wieder erwähnen, um die es geht, Herr Hart. Sie haben das auch sehr schön ausgedrückt. Aber wenn in der Realität halt die Politik nicht dem entspricht. Und ich kann es nur sagen, dass es ja okay ist, wenn man nicht alle Vorschläge von Herrn Macron sofort akzeptiert. Man kann auch Nein sagen. Aber dann habe ich wirklich den Anspruch an Sie, dass Sie dann eine Alternative vorlegen, dass Sie dann sagen, was Sie wollen. Und bis jetzt haben wir nur einen Vorschlag vom Finanzminister Scholl, die Arbeitslosenversicherung. Aber davon will ja in der Regierung niemand etwas hören. Von da haben wir bis jetzt eben noch keine Antwort von dieser Regierung im Sinne von, was wir wirklich nach vorne gerichtet haben wollen. Und das ist eine verpasste Chance. So geht deutsch-französische Kooperation eben nicht. Und ich habe bei dem Suchen in unserer Geschichte, bin ich noch mal auf einen Satz von Kohl gestoßen, Helmut Kohl. Wir werden die Grenzen zwischen unseren Ländern abschaffen. Das hat er 1984 gesagt. Und das war das Versprechen von Mitterrand und Kohl, das ja jetzt im Schengener Grenzkodex verankert ist. Dieses Versprechen scheinen Teile vergessen zu haben. Ich erinnere nur an die Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Österreich, die seit mittlerweile 3 Jahren existieren. Und die Fakten heute sind aber, dass nur noch 15% der Asylbewerber über Bayern nach Deutschland einreisen. Und in 8 Wochen, also 2 Monaten, hat die bayerische Grenzpolizei genau 4 Asylbewerber abgewiesen. Das heißt, wir haben diese Grenzkontrollen in einer wichtigen Region wegen 4 Personen in 2 Monaten. Das hat nichts mehr zu tun mit dem Versprechen von Helmut Kohl, ein freies Europa gemeinsam zu gestalten. Kommen Sie dahin wieder zurück. Lassen Sie uns die neuen Nachbarschaftsregionen gemeinsam ausgestalten. Dafür haben wir gute Vorschläge erarbeitet. Ich hoffe, dass wir das gemeinsam im Januar dann auch alle konkret gemeinsam beschließen. Ich danke Ihnen. So, und der nächste Redner, meine Damen und Herren, Andreas Jung von der CDU-CSU, ist Vorsitzender der deutsch-französischen Parlamentariergruppe. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich war vor jetzt rund 4 Jahren dabei in Verdun als Vertreter des Deutschen Bundestages bei der Gedenkzeremonie zum Gedenken an den Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Mich hat es damals tief bewegt und
Vielleicht gibt es keinen anderen Ort, an dem man sich so klar werden kann über die Dimensionen, über die wir sprechen. Über die Dimensionen des Leids, das der Erste Weltkrieg über die Menschen in unseren beiden Ländern gebracht hat, die man geradezu spüren kann, wenn man in diese Landschaft schaut, die bis heute durchfurcht ist von den Einschlägen der Granaten, die als Zeugen dieser Blutmühle immer bleiben werden und als Mahnung. Wenn man die Gräber anschaut, der Soldaten, der jungen Menschen, die dort ihr Leben gelassen haben, die quasi nicht enden wollen. Und wenn man das erlebt, finde ich, dann kriegt man gleichzeitig nochmal eine besondere Dankbarkeit über die Dimension, die die deutsch-französische Freundschaft bedeutet. Und deshalb will ich ganz ausdrücklich unterstreichen, ja, es ist ein Glücksfall, dass Deutschland und Frankreich Freunde geworden sind, dass die Franzosen heute unsere besten Freunde sind und dass wir dieses Kapitel fortschreiben dürfen. Und das will ich ganz bewusst so formulieren, weil es unser Auftrag heute ist, der Auftrag unserer Generation, nicht nur in Dankbarkeit zurückzublicken, was Adenauer und de Gaulle und viele anderen angestoßen haben, sondern jetzt auch klar und entschlossen voranzugehen. Wir sind in der nächsten Woche in Paris mit dem Präsidenten Schäuble, bei seinem Kollegen Parlamentspräsident Ferrand, mit den Präsidien beider Parlamenten, mit Vertretern der Freundschaftsgruppen. Und wir werden dort vorstellen, das neue Parlamentsabkommen. Und mit dem schlagen wir ein neues Kapitel auf in der deutsch-französischen Partnerschaft. Wir stärken die parlamentarische Dimension und geben eine neue Impulse. Es wird eine ganz neue Qualität sein. Herzstück dieses Parlamentsabkommens, das wir am 22. Januar in Assemblée und Bundestag beschließen wollen, soll eine deutsch-französische parlamentarische Versammlung sein, bestehend aus jeweils 50 Abgeordneten aus der Assemblée, 50 Abgeordneten des Deutschen Bundestages, jeweils geleitet von den beiden Parlamentspräsidenten, mit zwei jährlichen Tagungen, mit Impulsen zu deutsch-französischer Partnerschaft, mit Impulsen zur Weiterentwicklung der Europäischen Union. Und ich finde, das ist etwas sehr Besonderes. Wenn wir uns gerade an dem heutigen Tage und zwei Tage vor dem 11. November vergegenwärtigen, dass es diese beiden Parlamente waren, die im Ersten Weltkrieg Kriegsanleihen, Kriegskredite beschlossen haben, um gegen den jeweils anderen Krieg zu führen, dass wir jetzt im nächsten Jahr dahin kommen können, wenn das die Fraktionen dieses Hauses mittragen, dass wir eine gemeinsame deutsch-französische parlamentarische Versammlung haben, die gemeinsam tagt, gemeinsame Vorschläge macht, die deutsch-französische Freundschaft damit noch mehr unumkehrbar macht und mit der wir als Parlamentarier zum Ausdruck bringen, wir wollen gemeinsam die Partnerschaft unserer Länder vertiefen und gemeinsam dieses gemeinsame Haus Europa weiterbauen. Wir unterstreichen damit, deutsch-französische Partnerschaft ist mehr als ein Regierungsvertrag, der ist trotzdem wichtig. Deshalb begrüßen wir die Arbeiten unserer Regierung an dem neuen Élysée-Vertrag und wollen als Parlamentarier auch die heutige Stunde dazu nutzen, die Erwartung zur Formulierung, der muss ehrgeizig werden, der darf sich nicht in schönen Worten erschöpfen, da muss es ganz konkrete Taten und Verbesserungen für das Leben der Menschen geben. Wir brauchen da echte und erkennbare Fortschritte. Dafür arbeiten wir, darauf setzen wir und das wollen wir heute in den Mittelpunkt stellen im Sinne der deutsch-französischen Partnerschaft für Europa. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Andreas Jung. Nächster Redner Norbert Kleinwächter für die AfD-Fraktion. Werte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, heute vor 100 Jahren rief Philipp Scheidemann die Deutsche Republik von diesem Gebäude aus. Was für ein Akt des Mutes! Die Souveränität von einer lang institutionalisierten Institution, dem Kaiser, in dieses Haus zu legen, dem deutschen Volk zu übertragen, das hier in diesem Bundestag seine Willensbildung findet. Das war ein wirklicher Akt des Mutes.
Scheidemann würde sich im Grabe rumdrehen, wenn er lesen würde, was Grüne und FDP heute an diesem 100. Jahrestag wagen zu beantragen. Ihnen kann es gar nicht schnell genug gehen. Die erbittert erkämpfte Souveränität für das Volk durch demokratische Willensbildung, durch Wahlen, wieder an eine entfernte Institution, nämlich dieses Mal nach Brüssel, abzugeben. Und die Anträge unterscheiden sich gar nicht mal so sehr. Die Grünen wollen das vor allem finanziell, die FDP will es vor allem politisch. Ich will auf die größten Verfehlungen eingehen. In Ihrem Antrag von den Grünen tauchen schöne Begriffe auf: Währungsfonds, Stabilisierungsfonds, Zukunftsfonds und so weiter und so fort. Was damit gemeint ist, Sie sprachen vorhin von Solidarität, aber nie von Verantwortung. Irgendjemand in der Europäischen Union kann Mist bauen, ohne dass wir darauf den geringsten Einfluss hätten. Und am Ende zahlt der deutsche Bürger mit seinem Steuergeld und haftet dafür. Das meinen Sie damit. Und besonders gefährlich ist aber Ihre Zukunftsperspektive. Sie wollen Infrastrukturprojekte, ganz wichtige Eisenbahnnetze, Digitalisierung über europäische Fonds finanzieren. Da möchte ich Ihnen gerne sagen, normalerweise zahlen wir deutlich mehr in diese Fonds ein, als wir dann wieder rausbekommen. Und wenn bei mir im Landkreis, in Goyers, das Internet zu langsam ist, dann brauche ich da einen Bagger und Glasfaserkabel und keinen Wasserkopf in Brüssel. Besonders perfide ist aber, was die selbsternannten Liberalen fordern. Da geht es um ein europäisches Asylrecht. Das ist dann so ein System Merkel, nun sind sie halt da und das soll dann verteilt werden auf alle Mitgliedstaaten, ob die Staaten das wollen, ob die Kommunen das wollen, vollkommen egal, das kommt dann. Und besonders gefährlich, sie wollen eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik mit Mehrheitsprinzip. Auch wenn die Deutschen strikt dagegen sind, würde das bedeuten, dass andere im Mehrheitsprinzip vielleicht entscheiden, mit wem wir Verträge machen, wie wir uns positionieren, welche Sanktionen wir verhängen, vielleicht irgendwann, wo wir in den Krieg ziehen. Meine Damen und Herren, Philipp Scheidemann hat ganz bestimmt nicht vor 100 Jahren hier die Deutsche Republik ausgerufen, damit 100 Jahre später ein EU-Bürokrat über Leben und Tod eines deutschen Soldaten entscheidet oder über unsere Nachbarn in unseren Städten und Gemeinden. Und gerade in diesem Kontext, ich nehme die Zwischenfrage gerne an, Frau Präsidentin. Gut, Frau de Ridder. Ernst geboten, uns hier ein solches rhetorisches, widerliches Feuerwerk anzubieten an einem Tag, wo wir wirklich im Gedenken an die Opfer des Ersten Weltkrieges gedenken sollten. Sie haben sich offensichtlich aufgemacht. Sie haben eben von schönen Worten gesprochen, das Wörterbuch des Hasses und des Unmenschen neu zu schreiben. Beantworten Sie ruhig meine Frage. Ein einziges Ja genügt mir, weil das bestätigt das, was wir hier Woche für Woche erleben müssen. Herr Kleinwächter ist jetzt dran. Liebe Frau Kollegin, wir befinden uns heute tatsächlich an einem besonderen Datum und wir gedenken verschiedenster Ereignisse. Das haben Sie ansatzweise richtig festgestellt. Wir hatten sehr viele Minuten der Redezeit und mein Kollege Armin Paulus Hampel hat ja insbesondere zur deutsch-französischen Freundschaft gesprochen. Wir hatten sehr, sehr viele Minuten der Diskussion über entsprechend den Ersten Weltkrieg, über den Vertrag, über die Entwicklung und so weiter und so fort. Aber wir haben heute auch, und darüber hat übrigens auch der Bundespräsident heute gesprochen, in der Tat den Gedenktag an die Ausrufung der Republik. Und Sie sollten das vielleicht einmal im Kontext sehen. Und ich sage Ihnen ganz deutlich, mit den Worten auch von Scheidemann: Wir müssen schon auf die Souveränität und auf die Demokratie in diesem Lande achten und können nicht mit blumigen Worten, ja, es war schlimm, aber das ist keine Begründung, es wieder schlimmer zu machen. Ja? Und deswegen rufe ich Ihnen zu, es lebe die parlamentarische Demokratie und es lebe die Bundesrepublik Deutschland. Ich danke Ihnen. Soweit Norbert Kleinwächter von der AfD. So, es antwortet auf ihn jetzt Axel Schäfer. Für die Sozialdemokraten sitzt er im Parlament und ist im Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Mitglieder der AfD steht es nicht zu, den sozialdemokratischen Regierungschefs und ehemaligen Oberbürgermeister von Kassel hier für sich in Anspruch zu nehmen.
Und er hat im Übrigen schon damals gesagt, was die Gefährdung der Demokratie anbelangt, der Feind steht rechts. Ich danke den Kolleginnen und Kollegen von FDP und von Grünen für die heutige Initiative. Es zeigt, dass die Diskussion gerade im Vorfeld des neu zu formulierenden Élysée-Vertrages deutlich macht, ja, in diesem Bundestag gibt es einen praktizierten Verfassungsbogen europäischer Solidarität, FDP, CDU, CSU, Grüne, SPD und Linkspartei, die eben gemeinsam für das stehen, was mein Vorredner nicht verstanden hat. Souveränität in unserem Grundgesetz, in unserem Verständnis dieser fünf Fraktionen heißt am Anfang unserer Verfassung, dass wir als Deutsche gleichberechtigt in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt dienen wollen. Und die Väter und Mütter unserer Verfassung wollten, dass unser Land nie mehr so souverän wird, dass es seinen französischen Nachbarn den Krieg wird erklären können. Diese Form von Souveränität wollen wir genau nicht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, es wird darauf ankommen bei der deutsch-französischen Zusammenarbeit, dass man tatsächlich Zeichen setzt. Und ich erinnere daran, dass die bisherigen Zeichen, die gesetzt worden sind, Adenauers Zustimmung zu den Vorschlägen von Monnet, was die Gründung der EGKS anbelangt, Willy Brandts Initiativen mit Georges Pompidou zur Reform der EG, die Vorschläge von Valéry Giscard d'Estaing mit Helmut Schmidt zu einem europäischen Währungssystem, die Verbindung von Helmut Kohl mit François Mitterrand für ein vereintes Deutschland in einem gemeinsamen Europa und natürlich die gemeinsame Haltung von Jacques Chirac und Gerhard Schröder gegen den Irakkrieg, eine deutsch-französische Gemeinschaft, auf die wir stolz sein können. Und wir müssen das gerade an dem heutigen Tag noch einmal hervorheben, wenn tatsächlich der Erste Weltkrieg die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts war, dann darf eben der Irakkrieg nicht zur Urkatastrophe des 21. Jahrhunderts werden. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die Praxis ist entscheidend. Der französische Präsident Macron hat Vorschläge gemacht, wo, ja, Kollegin Brandner, das ist wahr, es noch keine komplette Antwort auch unseres Landes gibt. Wir müssen dran arbeiten. Aber nein, Kollegin Brandner, es ist nicht nur die Frage Arbeitslosenversicherung. Es ist schon was, auch die weitergehende Finanztransaktionssteuer oder auch die Vollendung von Bankenunion anbelangt. Natürlich arbeitet auch der Finanzminister dran. Ich glaube, das wissen Sie auch. Aber entscheidend wird sein, dass es uns wirklich gelingt, auf das, was Macron gesagt hat, nämlich die europäische Gemeinschaft, Selbstbehauptung ist unser Wort dafür, zu stärken, dass wir mehr Schritte zur Einigung brauchen, dass wir die Demokratie vor allen Dingen voranbringen müssen und dass wir das eng deutsch-französisch abstimmen. Und ich sage auch, deshalb brauchen wir heute auch einen mutigen Schritt, eine Selbstverpflichtung, gerade in diesem Haus. Vorgestern haben die Sozialdemokraten ihren Spitzenkandidaten für die Wahl des Europäischen Parlaments 2019 nominiert, Franz Timmermans, gestern die Christdemokraten in der EVP-Familie. Das waren beides wichtige Schritte. Und die Konsequenz daraus ist, dass wir uns in diesem Hause, die beiden Fraktionen natürlich zuerst, ich hoffe, die anderen drei Fraktionen folgen, dass die sich wirklich in die Augen schauen und in die Hand hinein versprechen. Wir tragen dazu bei, dass das Ergebnis der Europawahl tatsächlich in der Entscheidung über den Kommissionspräsidenten mündet und nicht die Staats- und Regierungschefs sich irgendjemanden aussuchen. Damit müssen wir ernst machen. Das hat Macron auch eingefordert. Das wird unsere Aufgabe sein. Und das heißt natürlich für Sozialdemokraten ein sozialdemokratischer Präsident der Europäischen Kommission. Vielen Dank. Vielen Dank, Axel Schäfer.
Nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion, Ursula Grohn-Kran. Frau Präsidentin. Präsident. Oh, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. An einem Tag wie heute und den mahnenden Worten unseres Bundespräsidenten schauen wir jetzt auf das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren, des Grande Guerre, wie er in Frankreich heißt, und wir schauen auf die vertiefte deutsch-französische Freundschaft. Ich komme aus Mainz, einer Stadt, die eine sehr wechselvolle Beziehung zu Frankreich hat. Denn in Mainz haben Familien aus erster Hand erfahren, was Versöhnung zwischen Deutschen und Franzosen bedeutet. Meine Mutter hat den Zweiten Weltkrieg erlebt als Kind, meine Großmutter den Ersten, und meine Generation konnte in Frieden und in Freiheit aufwachsen. Das ist die größte Errungenschaft, die wir heute auch feiern dürfen, meine Damen und Herren. Unsere Vorfahren standen unter dem Eindruck der vermeintlich deutsch-französischen Erbfeindschaft. Eine Feindschaft, die Weltkriege unvermeidbar erscheinen ließ. Und der Élysée-Vertrag von 1963 schuf nach dem Zweiten Weltkrieg einen Rahmen, in dem sich Deutsche und Franzosen näher kommen konnten und dies auch getan haben. Durch Städtepartnerschaften, Kulturprojekte, Jugendbewegungen, aber auch durch wirtschaftliche Beziehungen beider Nationen. Die Freundschaft, die sich daraus entwickelte, die Versöhnung der beiden Völker, war wiederum die Voraussetzung für das Europa, in dem wir heute in Frieden und Freiheit leben. Ich selbst habe diese versöhnten Beziehungen durch eine der ältesten deutschen Partnerschaften von Städten zwischen Mainz und Dijon erleben dürfen und von der jahrelangen Tradition des Schüleraustauschs profitiert. Jugendaustausch und Städtepartnerschaften sind Themen, die wir in unserer deutsch-französischen Arbeitsgruppe ganz besonders benannt haben. Denn Städtepartnerschaften sind heute etwas in die Jahre gekommen, aber sie sind der Motor, der die deutsch-französische Freundschaft für jeden Bürger greifbar macht und stabilisiert. Und die europapolitische Zusammenarbeit wurde seitdem immer wieder durch das deutsch-französische Tandem angetrieben. Und sie bildet die Grundlage für unser, wie Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble treffend formulierte, für unser Rendezvous mit der Globalisierung. Was bedeutet diese deutsch-französische Freundschaft und was können wir daran machen? Denn für die Generation unserer Kinder ist es so selbstverständlich, dass Deutschland mit Frankreich und Europa im Frieden lebt. Aber wir haben es heute gehört, es ist unsere Pflicht, daran zu arbeiten, jeden Tag daran zu arbeiten. Und das tun wir auch mit dem neuen deutsch-französischen Parlamentsabkommen, wo wir mit unseren französischen Kolleginnen und Kollegen parteiübergreifend und grenzübergreifend etwas geschaffen haben, was vor 100 Jahren niemand sich hat vorstellen können. Nein, Herr Kleinwächter, ich möchte Ihre Frage nicht beantworten. Sie haben sich in dieser deutsch-französischen Arbeitsgruppe einbringen können. Und deswegen war ich sehr verwundert über Ihren heutigen Redebeitrag, wo Sie immer betont haben, wie wichtig Ihnen die deutsch-französische Freundschaft ist. Die Frage, wer hier heute was missbraucht hat, werden wir beantworten. Sie sehen so, wir sehen den Missbrauch ganz, ganz anders. Und ich glaube, das ist jedem deutlich geworden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die deutsch-französische Freundschaft ist für die Zukunft gut aufgestellt. Und ich finde es unheimlich erfreulich, dass wir mit unseren französischen Kollegen in Deutschland und Frankreich auf Französisch und auf Deutsch gemeinsam an dem Projekt Europa und deutsch-französische Zukunft arbeiten. Wir stehen vor großen Herausforderungen und dabei hilft es uns sicher, wenn wir auch Deutsch und Französisch sprechen. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Vive l'amitié franco-allemande. Danke. Der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Dr. Volker Ulrich, CDU-CSU-Fraktion. Ja, Hans-Peter Friedrich hat jetzt das Präsidium übernommen und Volker Ulrich in der Tat der letzte Redner zur deutsch-französischen Zusammenarbeit.
Und er ist im Auswärtigen Ausschuss, sitzt da für die CDU-CSU. Sehr verehrten Damen und Herren, wir haben besonders am heutigen Tag die Verpflichtung, aus der Geschichte zu lernen. Und die Ereignisse der letzten 100 Jahre zeigen, dass diese Erkenntnis nicht zu jedem Teil der deutschen Geschichte gegenwärtig war. Das politische Klima nach dem Ersten Weltkrieg war nicht von Versöhnung und Zusammenarbeit geprägt, sondern vom Gedanken des Stärkeren und des Misstrauens. Es stand nicht Zusammenarbeit im Vordergrund, sondern die Frage, wie kann ich selbst alleine stark bleiben? Und die Geschichte hat gezeigt, dass dieser Weg falsch war. Wir müssen aber auch daran erinnern, dass gerade auch bereits nach dem Ersten Weltkrieg die ersten Pflanzen der Aussöhnung und der Friedensarbeit zwischen Deutschland und Frankreich entstanden sind. Nicht nur Aristide Briand und Gustav Stresemann, die 1926 dafür mit dem Friedensnobelpreis geehrt worden sind, sondern übrigens auch Ferdinand Buisson und Ludwig Quitte, die 1927 den Friedensnobelpreis bekommen haben. Und diese Bemühungen waren, das ist bitter für unsere Geschichte, am Ende ohne Erfolg. Und wie sehr müssen wir uns das Glück vor Augen führen, dass es gelungen ist, nach einem weiteren, noch viel grausameren Krieg die deutsch-französische Aussöhnung zu einem erfolgreichen Ende zu bringen. Was hat das denn auf die Franzosen für einen Eindruck gemacht, dass sie sich mit Deutschland auseinanderzusetzen haben, ein Land, das den Nachbarn zweimal überfallen hat, dass furchtbare Geschehnisse aufgetreten sind, wie das Massaker von Oradour-sur-Glane, das wir niemals vergessen dürfen. Es waren de Gaulle und Adenauer, zwei Staatsmänner, die beide jeweils den Ersten und Zweiten Weltkrieg erleben mussten, die diese Aussöhnung auf den Weg gebracht haben. Aber diese Aussöhnung wäre nicht möglich gewesen ohne das französische Volk. Es wäre nicht möglich gewesen ohne viele Menschen, die bereit waren zu sagen, jamais la guerre. Und es wäre nicht bereit gewesen über viele Initiativen, die in den letzten 50, 60 Jahren entstanden sind, über Städtepartnerschaften und Schüleraustausche. Ich selbst bin Anfang der 90er Jahre sehr herzlich in Frankreich empfangen worden von meiner damaligen Gastfamilie. Und es war nur 80 Kilometer entfernt von Oradour-sur-Glane. Mit dem gesamten historischen Wissen kann ich sagen, was es eigentlich für eine Gnade ist, dass wir das alles erleben dürften. Deswegen sage ich heute ganz bewusst, es ist ein Teil des glücklichen Umstands unserer Geschichte, dass die deutsch-französische Freundschaft lebt und diese Aussöhnung gelungen ist. Und ja, wir haben daraus die Verpflichtung, diese Freundschaft weiter zu vertiefen. Und das beginnt mit der Sprache. Es beginnt damit, dass wir wieder stärker bereit sind, die Sprache des Nachbarns zu lernen und zu sprechen, auf beiden Seiten des Rheins. Es beginnt damit, dass wir in den Schulen noch stärker aufeinander zugehen, dass wir Städtepartnerschaften weiter pflegen, aber dass sich auch die gewählten Parlamentarier an diesem Projekt noch stärker einbringen, die direkt vom Volk gewählten Vertreter Deutschlands und Frankreichs. Nicht, indem wir die anderen in Europa ausschließen, sondern indem wir ein gutes Beispiel abgeben, dass Europa, dass Freiheit, dass Frieden und Sicherheit nur gemeinsam entstehen kann. Weil die Frage ist nicht mehr die einen gegen die anderen, sondern die Frage ist einzig und allein, wie können wir es gemeinsam besser machen für Frieden und für Freiheit in Europa. Und das ist die wichtige Botschaft am heutigen Tag. Deswegen bin ich froh, dass wir nächstes Jahr dieses Parlamentsabkommen beraten und beschließen werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf Drucksache 5527 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Ja, und dieser Antrag geht also jetzt in die zuständigen Ausschüsse.